Wir hatten uns überlegt, wie kann man in dem kleinen Raum und an diesem ganz besonderen Ort in der Großmarkthalle in Frankfurt, in diesem Gebäude der EZB, in diesem historischen Gebäude, was ja jetzt als Ausstellungshalle und Empfangszentrum genutzt wird, wie kann man da eine sinnvolle Ausstellung machen, die auch Spaß macht zu sehen irgendwie, also dass es nicht einfach nur ein Überblick ist. Auch da haben wir versucht, historische Künstler zusammenzubringen, wie Harp Grieshaber auf der einen Seite, aber auch junge Künstler wie Andrea Büttner, die ganz eigene Ansätze gefunden haben, mit diesem Medium Holzschnitt heute umzugehen. Ja, es ist natürlich ein sehr interessantes Ambiente, um hier auszustellen. Irgendwie, man verbindet es ja eigentlich irgendwie in erster Linie nicht mit Kunst, sondern mit Geld und Macht. Also ich finde das großartig, dass es auch für kulturelle Zwecke genutzt wird. Jetzt Geld und Macht mit der Kunst paaren, das ist ja nun wiederum auch hervorragend. Ja. Und wir dachten einfach, dass es auch interessant ist, Künstler auszuwählen, die sich eben auch mit politischen und historischen Themen auseinandersetzen und da ihre ganz eigene Sichtweise entwickeln und uns auch neue Perspektiven erlauben.